Willkommen mal wieder zu Minecraft Live in the Woods Together. Wir gehen mal gerade ins Spiel rein. Irgendwie ist hier schon eine Menge los, habe ich das Gefühl. Ich habe gerade schon mit Sarah und Tom gesprochen. Die sind beide online. Hat man ja gerade gesehen an den zwei Spielern. Jetzt bin ich auch online. Und mal wieder habe ich überhaupt keinen Plan, wo ich jetzt gerade überhaupt stehe, weil ich jetzt mindestens seit einer Woche nicht online war. Ich komme einfach in dieser Welt nicht dazu, was zu machen. Hi Sarah, hi Tom. Hi. Oh, ich habe gerade meine Axt weggeschmissen. Was soll das sein, Tom? Hast du das gebaut? Nee, ich dachte, ich guck's mir mal an. Wie sieht das aus? Ich guck jetzt gerade mal eben nach. Hier, habt ihr das Haus von, habt ihr dieses große Haus von Rob schon gesehen? Kennt ihr das schon? Ja. Ist das noch weiter gebaut worden zwischendurch? Ja, das kenn ich schon öfters. Das ist heftig. Ja, das ist super heftig. Ich weiß aber nicht, ob Rob jetzt seit letztem Mal schon wieder weitergebaut hat. Ich aber weiß, das ist dass echt er auf jeden Fall weitergebaut hat, als ich das letzte Mal on war. Nicht das letzte Mal, aber es war vielleicht so vor drei Tagen. Nee, vor zwei Wochen. Ja. Da habe ich mal mit Rob gespielt. Tom, kommst du? Und da habe ich, da war ich kurz bei ihm, habe sein Haus angeguckt und er war halt am Dach weiterbauen und hinten bei seinem Pfad. Tom, jetzt haben wir uns verlaufen. Oh. Wo lauft ihr denn hin, Mensch? Was macht ihr denn eigentlich? Tom hat mich mitten durch die Walachutten geführt. Ich habe das Gefühl, er will mich entführen. Ja. Aua. Bin ich ins Wasser gesprungen. Ja! Aber Sarah, du hast ja irgendwas erzählt, dass ihr noch was Neues gebaut habt. Also ich kann euch ja mal eben sagen, auf welchem Stand ich bin. Also ich bin ja mit Hanne im Zoo gewesen. Und sie hat mir auch einiges gezeigt, was sie da alles schon für Tiere hatte. Das Video habe ich auch angeguckt. Also genau, es war ein Tiger da, es waren mehrere, was waren das? Irgendwelche Puten? Ich weiß nicht, was es war. Es waren also irgendwelche Vögel waren da Schlag. Und Augenblick, jetzt lass mich doch eben zu Ende reden, Mensch. Also, da waren Schlangen, es waren also jede Menge Schlangen waren da und wie gesagt, ein Tiger, ein paar Pferde waren dort und Hanne sagte also, da kommt auf jeden Fall noch einiges hinzu. Ich glaube, sie hat noch einen zweiten Tiger oder einen Löwen gefunden. Das ist jetzt mein letzter Stand, den ich habe, seit ich das letzte Mal in dem Zoo war. Also ich finde diesen Zoo wirklich richtig cool und richtig, also viel Arbeit steckt da drin. Ja, steckt viel Arbeit drin. Ich fäll jetzt hier gerade mal eben ein paar Bäume, damit wir dieses Gebiet hier, wo ich jetzt baue, noch ein bisschen mehr lichten, dass wir das Haus von Rob noch ein bisschen besser sehen können. Weil dieses Haus ist echt super. Bei deinem Haus. Ich bin bei mir zu Hause. Ich sitze bei mir zu Hause und irgendwas fliegt hier gerade rum. Irgendwie. Okay, ich könnte mal zu dir kommen. Tom, du gehst ja eh gleich, oder? Ja, ich gehe gleich, aber ich bin jetzt ganz oben. Ich gehe jetzt mal eben zum Fabi. Also nicht, dass du dich erschrecken solltest. Ich komme jetzt, Fabi. Wenn du weißt, wie du mich findest, kannst du gerne vorbeikommen. Kein Problem. Oh, ich komme gerne vorbei. Ich bin schon wieder hungry. Also immer wenn ich on bin, dann bin ich die meiste Zeit damit beschäftigt, diese dunklen Eichen hier wegzufällen, weil hier einfach viel zu viele davon stehen. Und ich bin eigentlich so ein bisschen stolz auf mich, dass ich da schon so viele von weggefällt habe. Das war nämlich auch jede Menge Arbeit. Aber deswegen habe ich auch jede Menge Holz. Ich weiß nur im Moment noch nicht, was ich damit alles machen soll. Ich muss mir erstmal wieder einen Plan zurechtlegen, was ich hier in dieser Welt baue. Außer, dass ich jetzt vielleicht den Ackerbau noch ein bisschen weitermache oder so. Aber ihr baut hier schon so viel, dass ich irgendwie selber gar nicht dazu komme, was Eigenes zu machen. Weil ich immer damit beschäftigt bin, eure super Gebäude abzufilmen. Das ist schon recht cool. Ja. Also, hast du mal mit in die Haus gesehen? Bäume, dann bist du... ich habe eine Ahnung, wo du sein könntest. Fabian? Hallo, ja, ich bin da. Ja, hast du mein Schneehaus mal angeschaut? Ich glaube, nein, den habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen. Nee, den hat Fabi noch nicht gesehen. Weil es ist ein Haus aus komplett Schnee. Ja. Hallo, Fabi. Hier. Ich sehe euch. Warte mal. Da drüben bei dir. Ach, Tom, bist du auch da irgendwo? Ja, ich stehe hier oben auf dem Holzding hier, was hier oben gebaut wurde. Siehst du mich? Ach, da oben, ach, da hinten bist du. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wer das gebaut hat, aber ich sehe dich auf jeden Fall. Ist da was passiert? Ist da was passiert in der Zwischenzeit? Nee, da hinten ist alles nur kaputt. Wie als wenn da TNT gearbeitet hätte. Muss ich mal gerade gucken. Hier ist ein kleiner Grashüpfer. Guck mal, hier ist ein Grashüpfer. Warte, ich gucke. Hier vor mir. Oh, wie süß. Hier ist sogar eine Treppe genau. Ist ja niedlich. Aber der ist fast tot. Nicht hauen, dann ist er tot. Nee, ich hau den nicht. Der soll leben bleiben. Halbes Herz. Der hat nur noch ein halbes Herz. Wenn er irgendwo gegenfliegt, dann ist er tot. Lass uns doch mal eben zu diesem... Was ist das denn bloß für ein
Also das war doch letztes Mal noch nicht so unordentlich da. Das sieht, da ist ja überall Holz in der Luft. Fabi, wo läufst du denn rum? Ich bin jetzt gerade im Wald gelaufen. Aber ich bin jetzt gerade im Wald gelaufen. Komm mal eben bitte mit. Lass uns mal eben zu diesem Gebäude da laufen. Da war ich gerade schon, wo wir uns verirrt haben. Ja, da bin ich gerade. Ja, ich laufe jetzt gerade mal die Treppen hier hoch. Weil das ist ein komplett Quatschgebäude. Ja, hier, hi. Ja, ich sehe dich, hi. Ich sehe dich. Noch. Voll ein Quatsch. Das ist ja völlig kaputt. Ja, völlig kaputt und hier auch sind riesige Löcher, wo du reinfallen kannst. Also, das sieht mir ein bisschen danach aus, als wenn es abgefackelt, als wenn es abgebrannt worden ist. Weil, jetzt bin ich so in so ein ganz tiefes Loch gefallen. Oh, hier ist eine Mine. Okay, könnt ihr mir vielleicht, weil ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Hier. Seht ihr meinen Namen? Ich hab hier rum. Hier. Okay, ist da richtig in der Richtung? Weil dann baue ich mich wieder hoch. Also das war mal komplett geschlossen hier mit dem Schwarzeichenholz. Hier hat irgendwer was gemacht, dass das jetzt so aussieht, wie es halt aussieht. Also aber nicht mehr, Fabi, so geschlossen. Aber Fabi, es war schon länger so, also... Ja, kann wohl sein. Also ich kenne es noch geschlossen. Oder ich habe es letztes Mal nicht gesehen, als ich on war. Das kann natürlich auch sein, weil ich auch woanders war. Als ich mit Hanne den Zoo angeschaut habe und so weiter. Und unser Haus noch mit... Also das ist schon länger so gewesen. So, aber ihr habt jetzt was Neues gebaut, sagt ihr. Ja, ein Kuhstall bei unserem Haus und zum Glück sind hier ran. Aua. Schnell abbauen mit dem Bogen. Wollen wir da mal zusammen hinlaufen? Ja, Moment. So, jetzt bin ich wieder oben, weil, komm mal mit. Hier, das können wir noch machen. Ja, super. Dann laufe ich euch beiden einfach mal hinterher, würde ich sagen. Und okay, unser schauen wir uns das mal an. Unsere Heimat. Vor allem, guck mal, das hängt hier in der Luft, ne? Das hängt hier in der Luft, ne? Das geht ja auch nicht. Irgendwie klingst du, Tom, irgendwie klingst du vom Mikrofon her, hast du das sehr, sehr nah am Mund? Du atmest da immer rein. Okay. Ja, weil man mich sonst so weit weg hört. Deswegen. Ach so, okay. Okay. Ah, wo bin ich? Ich bin schon wieder durch so ein Baumloch. Ah, jetzt bin ich hier. So, also ich komme jetzt runter und dann laufen wir einfach mal dahin, wo ihr baut, okay? Okay. Komm, wo bist du? Hier, Fabi, komm mal hier lang. Hier geht's schneller. Durch den Wald. Ja, bei Papa. Durch den dunklen Wald. So, da laufen wir da mal. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Ach, Wasserloch. Königsblau? Und hier ist auch noch ganz viel unberührter Wald hier. Na, hier kann man auch noch so viel machen. Aber ich glaube, hier baut jetzt im Moment keiner. Hier baut auch keiner, weil das eine abgelegene Insel von allem ist. Boah, was ist da denn für ein Haus? Das ist ja auch neu da hinten. Wo? Da über den See. Das ist auch neu, meine ich. Der Kuhstall. Oder ist das der Kuhstall? Ja, kann sein, dass das ein Kuhstall ist. Das sehe ich von hier nicht. Das ist der Kuhstall von meinem Papa, aber der ist nicht neu. Wollen wir rüberschwimmen? Ja. Im Abendrot, genau. Wir schwimmen im Abendrot. Im Wasser können uns nicht ganz so viele Monster begegnen. Weil es ist jetzt auch gerade. Das hat dein Papa hier aber schön ausgerichtet. Das Haus da vorne kenne ich ja schon. Da bin ich ja schon ein paar Mal lang gelaufen hier über diese Brücke. Das ist der Kuhstall da hinten. Den hat er auch schon länger gebaut. Ich weiß gar nicht. Ich esse jetzt alle Früchte, die ich dabei habe. Einfach weil ich fast so Hunger schon wieder. Okay, wo wollen wir jetzt hinlaufen? Bei Papas Haus vorbei, aber ich würde mal sagen, wir legen uns erst hin. Oder? Wollen wir? Nee, wir können auch, ich kann es auch anders machen. Ich kann auch eben schnell wieder Tag machen. Das ist ja auch kein Problem. Ja geil. So. Von Mitternacht auf Tag. Ich schwimme hier rüber, ich habe keine Lust, immer Brücke zu laufen. Ich lauf Brücke. Ich nicht. Ich habe eine Abkürzung genommen. Ja, und dann hier hinten einfach rum. Ja, das kenne ich hier alles schon mit den schönen Pflanzen. Und hier ist... Hast du dir mal den Tunnel angeschaut, Fabian? Was denn? Den Tunnel, also die zum Spawn, ja. Super, ja, super, super Bahnstrecke. Ja, nicht bloß zum Spawnpunkt, sondern auch, ich habe auch eine gebaut, wo ich ein Haus sehr weit im Norden gebaut habe, ne? Da habe ich auch Schienen gelegt. Was denkst du, wie lange ich gebraucht habe, um da die Schienen zu verlegen, ne? Oh Leute, da hinten ist ein Skelett, wollen wir das eben platt machen? Nö.
Ich hab alleine 15 oder 16 Stunden gebuddelt, ne? Mhm. Und wenn du mit den Schienen unterwegs bist, brauchst du 14 Minuten, um da zu sein. Also ich weiß gar nicht, was das für eine Bahnstrecke jetzt ist. Also ich kenne die eine, die zum Spawnpunkt geht. Hier hinten lang. Genau, die kenne ich. Achso, Fabi, bleib mal kurz stehen. Hier sind jetzt zwei neue Ziegen drin. Mhm. Ich geh mal kurz eben Hühner Eier holen. Cool. Habt ihr Eier gekriegt, vermutlich? Cool. Lina, Larissa. Und Linus. Linus. Apropos, ist eigentlich Linus auch mal wieder online gewesen zwischendurch? Nee. Nicht. Schade, weil ich hab den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Ja, dann hier hinten rum. Cool. Habt ihr die Ziegen, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie man Ziegen züchtet? Also ich habe das bis jetzt, stimmt, es gibt ja zwei verschiedene. Es gibt ja männliche und weibliche Ziegen und die müssen dann auch zusammengebracht werden, ne? Sonst geht das nicht, oder? Ziegen kann man gar nicht züchten. Ziegen kann man gar nicht züchten. Nee, ich meine, Namen geben kann man ihnen durch irgendwas füttern mit Rechtsklick, aber man kann kein Baby machen. Also Ziegen muss man wirklich, ich glaube, dass man Ziegen nicht züchten kann. Hier hinten rum, Fabi, Tom. Wir müssen Fabi den Kuhstall zeigen. Tom, da kommst du nicht durch. Ja, so. Ach so, unsere Schlangen sind jetzt auch gesund. Mhm. Die Kühe müssen halt noch ein bisschen gezüchtet. Oh, Moment, da gibt es einige Spinne. Ah, das kommt davon, weil hier auf dem Gelände... Ja, hier sind überall noch keine Fackeln. Okay, hier ist der Kuhstall. Die Kühe sind gerade eben neu groß geworden. Ich fütter die mal eben. Spender, da kriegst du dann Weizen raus, um die Tiere zu füttern. Ach, hier ist ein Spender. Ja. Ah, super. Da, wenn du draufklickst, dann kriegst du Weizen, um die Tiere zu füttern. Guck mal, die ist auch noch. Ja, cool. Ja, neu. Du bist auch das neu. Das sind aber zwei Knöpfe. Was ist das denn noch für ein Knopf hier rechts daneben? Hat der die gleiche Funktion? Ja. Ist das auch einfach ein Spenderknopf, wo dann auch Weizen... Hat der auch. Ja, okay. Ja, also ist das gleiche. Entweder oben oder rechts. Cool. Kannst du dir aus. Das ist übrigens eine gute Idee. Das könnte ich bei meiner Zucht auch noch machen. Anstatt einfach so eine Truhe, wo jetzt Getreide drin ist, stellt man sich einfach so einen Spender rein. Da passt ja auch einiges rein in so einen Spender, ne? Aber für einen Spender braucht man einen Redstone und kannst du ja eben nachgucken, wie es geht. Da muss ich dir Nee, das kenne ich, das kenne ich. Einen Spender kenne ich. Aber Redstone findet man ja relativ gut. Das findest du ja überall in Höhlen und so. Aber genau. Bitte nicht hochgucken. Das Dach ist noch nicht fertig. Ich habe einfach Redstone zusammen hier. Ich nehme mal eben die Freiheit und stelle den Regen aus, okay? Weil ich glaube, das ist besser. Ja, aber im Regen. Weil wir dann ein bisschen mehr sehen. Ich meine, sonst ist Regen ja immer sehr schön, aber ich glaube, im Moment können wir das so vielleicht besser machen. Okay. Ja. Hier, das Dach ist noch nicht fertig. Okay, ja, lass uns... Genau. Das ist noch nicht fertig. Gut. Wollen wir dann weitergehen? Mhm, ja. Hotel gibt's... Ach so, Tom, ich wüsste vielleicht, wo Hannes neues Haus ist, weil Hanne hat ein neues Haus gebaut. Aber Hanne soll es dir zeigen, Fabi, oder? Ja, wenn Hanne ein Haus gebaut hat, dann ist es besser, wenn Hanne das zeigt. Ja. Denke ich. Aber wir sind im Moment auch noch beim Hotel. Das Dach mache ich dann nebenbei. Komm mal mit. Mhm. Im Hotel. Ach, unsere Schlangen. Denen geht's jetzt gut. Ich habe nämlich hohe Ratten von Hanne bekommen. Marie und Liz. Heißen beide Marie und Liz. So, da vorne, das Weiße, ne, was du da siehst aus Marmor, das wird das Hotel. Ach, da unten, im Wald. Ja, das Weiße da, genau. Mhm. Ich gehe mal kurz zu unseren Schlangen. Das ist auch noch im Bau, genau, das sehe ich. Richtig. Überall Gärten. Warte mal, was sind das denn hier für Beeren? Preiselbeeren, das sind Preiselbeeren. Also ich habe Preiselbeeren auch noch nicht gesehen. Ich kann dir ja mal mein Iglu zeigen, wenn du willst. Ja, gern. Warte mal, ich muss mir mal eben diese Beeren angucken. Also diese Preiselbeeren kenne ich jetzt noch nicht. Pflanzt man Preiselbeeren im Wasser an? Ja, muss man. Weil sonst fliegen die Samen immer wieder raus. Ich kann ja auch mal zwei geben. Ja, ich habe schon welche, danke. Es ist auch nicht weit entfernt von dir, das Iglu. Also, danke. Ja, Dankeschön. Ist auch nicht weit entfernt.
Ja, können wir uns angucken, klar. Ja, wir jetzt aber machen. Dann gehen wir hinter der Himmelseiche unseren Weg, den Hanne für uns gebaut hat, oder? Mhm. Genau. Weil ja, Hanne hat es ganz überrascht gemacht. Die hat mich nicht mal mehr gefragt, aber es ist ein richtig schöner Weg. Müsstest du das Iglo auch gleich sehen, wenn du hier bist? Vorhin, stell dich mal hier hin, Fabi, dann siehst du es. Das weiße Dach siehst du dann. Ja, das ist das Iglo, was ich gebaut habe. Können wir mal hingehen? Da hinten ist ein weißes Dach, ja, das sehe ich. Ja. Können wir mal hingehen? Das ist nur aus Schnee und Eis. Und aus Schneemöbeln. Genau. Vor allen Dingen habe ich das Bett auch mit Eis verziert, ne? Bei Zimmermannsbetten geht das, oder? War das nicht so, dass es bei Zimmermannsbetten geht? Ich glaube, das war ein normales, oder war ein Zimmermannsbett? Kann sein. Ich glaube, der Weg hier ist auch neu, ne? Kann das so sein? Den hat Hanne für uns gemacht. Ja, der ist auch neu. Wir müssen gleich nach rechts, ne? Also nicht die Brücke hoch, dann kommst du zum Zoo. Hier ist rechts. Wer fällt ein? Genau. Und dort hast du halt genau eine Eistür vor allen Dingen, ne? Oder Eisfenster. Wow. Cool. Ja, und die Treppe ist auch aus Eis. Da musst du aufpassen, nicht, dass du da ausrutscht, ne? Die alle okay, das ist aus Schnee gebaut, das muss man eben gerade gucken. Die Fenster sind aus Eis. Kann man das denn machen, ohne dass das schmilzt? Ja, normalerweise schmilzt das doch, geil. Oder? Ist ja das Geile, es geht. Cool. Ja, aber ich glaube, das geht nicht überall mit dem Eis. Ich glaube, also da habt ihr Glück gehabt, weil das geht nämlich in der Wüste, glaube ich, zum Beispiel nicht. Und im subtropischen Biom geht's, glaube ich, auch nicht. Glaube ich. Was ich auch gemacht habe, Fabian, zum Beispiel, wo ich gebuddelt habe, ne? Mhm. Habe ich auch Schnee, was ich gesammelt habe, genommen und auf die Lava gelegt, ne? Der Schnee, der schmilzt nicht, ne? Der bleibt drauf. Okay. Nee, Tom, das Bett ist Mamas. Auf Lava. Cool. Cool, aber, cool. Tom, was ich nicht gut finde, die Uhr ist nicht aus Eis. Ja, da muss man noch ändern, das stimmt, das passt. Ein Grad, okay, da habt ihr Möbel genommen, die mit dem Möbeleinrahmer da noch bearbeitet habt, ne? Also mit dem Möbeleinrahmer. Fabi, das hat Tom allein gebaut. Kein Lob an mich. Und das Bett ist auch... Ihr Eis. Das Eis Bett hier. Ist auch ja. aus Eis, alles aus ja. Eis. Das ist ja. sehr, sehr cool. Vor allem richtig beleuchtet, weil auch wenn es dunkel ist, ist es hier drinnen heller als draußen. Ja, das reflektiert ja. Aber hier müssen doch eigentlich noch Lampen rein, oder? Oder kommen die noch? Oder kommen hier keine Lampen rein? Man darf hier keine Lampen reinmachen, dann schmilzt alles. Von normalen Lampen ist, auch? Wasserhaus. Eigentlich dürfte das nicht schmilzen, auch wenn ich hier normale Fackeln reinmache, weil wenn Schnee auf Lava, ne, wenn das hält, dann sollte es eigentlich auch in der Lage sein, Fackeln auszuhalten. Ne? Weil also, Lava ja deutlich mehr Wärme projiziert als Fackeln. Ich überlege jetzt gerade selber, also es muss ein bestimmter Abstand. Ich habe meine Eiskirche gebaut in Village World und da habe ich das so gemacht, dass ich Fackeln gesetzt habe. Da habe ich aber die gesamte Eiskirche aus Eis dann gebaut, nicht aus Schnee, sondern aus Eis. Und es mussten, glaube ich, 3 oder 4 Blöcke Abstand zum Eis sein, damit das Eis nicht schmilzt. Ich bin jetzt aber bei dem Schnee nicht sicher, weil Schnee ist ja deutlich robuster als Eis, ne? Eis schmilzt natürlich schneller. Weil ich überlege jetzt gerade, wenn man jetzt eine Fackel auf den Boden setzt in einem Schneebiom, dann schmilzt der Schnee doch rund um die Fackel nicht weg, oder? Also eigentlich dürfte das bleiben, weil wenn man wie gesagt, ich hatte direkt Lava, ne? Mhm. Hab Schnee drauf gesetzt und nichts ist passiert. Unter dem Schnee war direkt die Lava. Nichts ist passiert. Und okay. Weißt du, was Lava für eine Hitze erzeugt? Ja, klar. Und bei Glowstones und Fackeln, das müsste von der Hitze her relativ ähnlich sein. Und ich denke mal, wenn du jetzt hier, auch wenn die Fenster jetzt vielleicht schmilzen sollten, wenn du da zu nah mit der Fackel dran gehst, aber wenn du hier relativ mittig eine Lampe aufhängst, von oben irgendwie runter, oder auch 2 Lampen, dann dürfte hier eigentlich überhaupt nichts passieren, auch nicht mit dem Eis. Das ist jetzt meine Vermutung. Genau. Wartet mal. Also Hanne hat mir mal erzählt, dass man keine Fackel setzen darf, dann schmilzt alles. Also. Ach so, übrigens, Tom, ich habe dein Pferd wieder gesund gemacht. Das war krank. Oh, danke dir. Es hätte bloß für mich keinen Sinn gemacht, dass er schmilzt, weil wenn das auf Lava hält, dann warum soll es mit Fackeln nicht auskommen, ne? Aber gut, ja. Genau. Ist ja auch egal, man kann es ja auch mal austesten. Aber ich finde, es sieht auch ohne Fackeln sehr schön aus. Nur ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch besser wirkt, wenn das von innen irgendwie noch beleuchtet ist. Wenn man jetzt da hinkommt oder dass man es sogar von außen noch irgendwie anstrahlt, dann hast du nämlich... Also ist jetzt so eine Idee, das ist ja euer Haus oder dein Haus. Das geht mich ja gar nichts an, was ihr hier baut. Aber
Ich hätte das, wenn ich das gebaut hätte, das sieht so toll aus, das Haus. Das würde ich auch noch von außen beleuchten, irgendwie. Also das würde ich noch irgendwie noch ein bisschen mehr zur Geltung bringen, dass man das nachts noch sieht, vielleicht mit irgendwie so blauen Lampen oder so. Das würde mir jetzt spontan einfallen. Ich glaube, das würde richtig cool aussehen. Ja, das sieht cool aus. Ja, wenn du das Glas blau färbst und dann irgendwie Lampen da drin aufhängst oder irgendwie außenrum mit einem bestimmten Abstand oder auch direkt am Haus. Ich weiß nicht, wie es halt funktioniert. Würde ich auf jeden Fall machen. Ich glaube, das ist schon sehr geil. Okay, das ist das Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, genau. Ha, ich fahr weg! Ich sehe es. Ich bin jetzt aber auch eigentlich schon wieder viel zu spät dran. Ja, okay, Tom. Eigentlich hätte ich um 12 schon weggehen müssen. Oh, okay. Tut mir natürlich leid, dass ich jetzt... Hilf mir mal jemand! Ist auf jeden Fall cool, dass du mal wieder da warst. Wir sehen uns, ne? Ja, das machen wir. Alles klar, Tom. Bis dann. Ciao! Oh, Hannes da!